Ja, hello people! Ja, nee, hallo und herzlich willkommen zurück zum Assassin's Creed 3 Let's Play. Nach längerer Zeit nochmal, ich hatte ja zwischendurch zwar nochmal eine Folge gemacht, als ich wieder wusste, wie das ging. Ich weiß nicht, ob ihr mich jetzt gerade noch gehört habt, aber warum zur Hölle musste ich jetzt, genau jetzt, die Einstellungen von Windows ändern? Bam. Habt ihr dafür, ihr Microsoft-Männer? Bam! Das nenne ich One-Hit. Wer seid ihr? Ethan Kenway, zu euren Diensten. Aber ich verstehe nicht. Warum seid ihr hier? Gehen wir ein Stück, Mr. Church. Ich werde alles erklären. Gut. Zweite Sequenz, der Chirurg. Die mögen mich ja eh hier immer. Da können wir ja... Hoppla. Entschuldigung. Ich muss hier durch. Hallo. Da können wir nochmal ein bisschen Geld verdienen hier. Zack, zack. Ach ne, er war ja gar nicht. E war ja hier. Kontern. Aber warum... Warum benutzt er nicht sein Messer? Und haut nur so drauf. Wie... Ja, immer mehr oder wie? Keiner trifft, ey. Solche Pfeifen. So. Zack, zack, zack. Bäm. So, ich glaube, das war eine falsche Entscheidung, die einfach mal so anzugreifen. Zack. Ey, die liegen am Ende alle da. So. Vielleicht sollte ich erstmal auf die Schützen gehen. Wohl. Jetzt haben sie, glaube ich, getroffen. Das habe ich gespürt. Wow. Super Zeitlupe. Okay, das war voll die falsche Entscheidung. Desynchronisiert. Oh, toll. Entschuldigung, dass ich schlecht bin. Okay, war vielleicht wirklich eine falsche Entscheidung, auf offener Straße einfach mal so die Leute anzugreifen. Okay, was soll ich tun? Anscheinend soll ich hier hingehen, wo das Ausrufezeichen ist. Würde doch Sinn machen. Und zwar zum... Ich denke mal, der Würfel bedeutet dieses Spielen da und... Hier muss ich auf jeden Fall hin. Oh, immer hochklettern. Peter Pan-Syndrom. Kann man auch normal ein Haus betreten? Johnson erzählte von eurem Plan. Wie es scheint, ist der Mann, der mich entführt hat, derselbe, den ihr sucht. Sein Name ist Zaya Thatcher. Das ist unser Sklavenhändler? Vertraut nicht seiner Silberzunge. Eine teuflischere Kreatur habe ich nie gesehen. Könnt ihr mir von seinem Treiben erzählen? Er hat mindestens 100 Männer. Über die Hälfte sind Rotröcke. Nur für ein paar Sklaven? Kaum. Der Mann ist Kommandant der königlichen Truppen. Und er leitet das Southgate vor. Dann müssen wir dort hinein. Lass mich nachdenken. Inzwischen kümmere ich mich um unseren letzten Rekruten. John Pitcairn ist unser Mann. Ich bringe euch zu ihm. Das ist doch schön. Dann gehen wir jetzt zu John... John. Ist er das? Sequenz 2. Der Soldat. Immer die zweite Sequenz. Das ist ein Fluch. Was ist euer Begehr? Neuer Rekrut. Frisches Kanonenfutter, hm? Dann rein da. Was war das denn jetzt für ein Blick so?
Habt ihr vergessen, Sir? Willst du mich verarschen, Blick? Von General Braddock, wenn ich nicht für euch arbeite, natürlich. So, hier können wir die jetzt nicht angreifen. Schade aber auch. Sind wirklich zu gewalttätig. Vielleicht ein bisschen. Nein, man kann nicht alles umbringen. Ja, ich kann. Nein. Das wäre ein Fehler. Ich muss taktisch denken. Ich muss auch an meinen Feinden vorbeigehen können. Oder halb durch sie durch. Wolltet ihr euch denn ankündigen? Oder dachtet ihr, eure Ankunft bliebe unbemerkt? Erlaubt mir bitte eine Erklärung. Aber natürlich. Ich würde zu gerne eine hören. Ich bin nicht desertiert, Sir. Ich bin hier auf Commander Amhersts Befehl. Zeigt mir einen Brief mit seinem Siegel und euch bleibt der Galgen erspart. So etwas habe ich nicht. Die Natur meiner Arbeit, Sir, sie... Sie wird besser nicht zu Papier gebracht. Haytham! General Braddock? Ich sollte wohl nicht überrascht sein. Wölfe wandern oft im Rudel. Master Pitcairn wird nur für ein paar Wochen weg sein. Ich bringe ihn zu seinem Posten zurück, wenn unser Werk vollbracht ist. Zweifellos das Werk des Teufels. Schlimm genug, dass meine Vorgesetzten mich Charles für euch abstellen ließen. Von diesem Verräter war nie die Rede. Den bekommt ihr nicht. Edward, seid doch vernünftig. Wir sind hier fertig. Geleitet die Herren hinaus. Auf jeden Fall eine sehr freundliche Art, Leute rauszugeleiten. So mache ich das auch immer. Tja, das lief nicht ganz wie erwartet. Kaum zu glauben, dass ich ihn einst Bruder nannte. Was nun? Sie werden uns verjagen, wenn wir umkehren. Das war's hier für uns. Wie es das Glück will, für Sie auch. Kommt mit. Was plant ihr jetzt? Master Pitcairn zu entführen. Was? Ihr werdet sehen. Nun, ich glaube, wir müssen uns beeilen. Wenn ich das Signal gebe, lenkt ihr Braddocks Patrouille ab und lockt sie in eine Sackgasse. Hallo! Ach, wir sollen unentdeckt bleiben. Okay. Da sind wir eh spitze drin. Ich Was meine, wir haben uns auch Master das Pitcairn perfekte Spiel dafür ausgesucht. Nun, wenn ich das Signal gebe, lenkt ihr Braddocks Patrouille ab und lockt sie in eine Sackgasse. Okay, und wie gebe ich das Signal? Wir müssen anscheinend 15 Sekunden lang unentdeckt bleiben. Das könnten wir sogar schaffen. Sogar wir. Und... Hoppla. Vielleicht auf die Marlboro. Nein, die Bewohner sind zu zufrieden. Was ist mit Lynn oder Ship Street? Ja, den Neuankömmlingen steht das Wasser oft bis zum Hals. Die werden viel eher jede Gelegenheit ergreifen, um ihre Familien zu ernähren. So, ich habe hier mal die Musik ein bisschen lauter gemacht. Da wir hier eh kaum reden, ist das jetzt nicht so schlimm, denke ich mal. So bleibt man unentdeckt. Im Sperrgebiet. So, ich frage mich aber jetzt doch schon. Naja gut, wir gehen ihn jetzt hinterher, der passt schon. Die haben aber einen ziemlich langen Kopf. Sieht aber ein bisschen komisch aus. Und auch noch so seltsame Haare. Und so ein Hut auf dem Kopf. Ich glaube, wir wurden entdeckt. Verdammt! Okay, ich muss wirklich ganz unauffällig bleiben. Unauffällig! Verratet mich nicht, okay? Dankeschön! Was plant ihr? Sollte echt aufhören, so bescheuert zu sein. Was? Ihr werdet sehen. Würdet Nun, sehen, ich werde das schaffen. Wenn ich das Signal gebe, lenkt ihr Braddocks Wer ist der Pro? Ich bin der Pro. Hab jetzt überhaupt nicht geklaut. Okay. Psst, sei leise. Psst. Die Werbung hier für Trauernde. Kauft jetzt für... Die Bewohner sind... Was ist mit Lynn oder Ship Street? Ja, den Neuankömmlingen steht das Wasser oft bis zum Hals. Die werden viel eher jede Gelegenheit ergreifen, um ihre Familien zu ernähren.
was ich euch eigentlich anbieten wollte. Ist das rundum glücklich Paket für nur 3.999 Euro. Funktioniert ganz bestimmt. Wir haben ein paar Kunden für sie befragt. Ja, haben wir. Ah, jetzt passiert nichts. Absolut nichts. Und wir versuchen hier weiter unentdeckt Blödsinn zu erzählen. Der ist aber voll klein. Vielleicht, weil es ein Kind ist. Und dann sagte er, nein, nur Milch. Wenn die anderen kein Bier trinken, dann ich auch nicht. Jetzt wurde ich entdeckt, weil ich in der Masse stehe? Das macht natürlich viel Sinn. Wenn ich alleine stehe, kein Problem. Wenn ich die Männer umrample, kein Thema. Aber wenn ich mit Leuten zusammen stehe und rede, dann falle ich natürlich direkt auf. Ist klar. Natürlich. You don't say. Face. You don't say. Alleine würde jetzt hier nicht passen. Leider. Und Hund. Om nom nom. Ach, ich darf jetzt keinen Witz über Hunde machen. Weil... Baum. Hier bin ich immer hier versteckt. Was ist mit Len oder Schätz? 12 Sekunden noch. Den Neuankömmlingen steht das Wasser oft bis zum Hals. Die werden viel eher jede Gelegenheit ergreifen, um ihre Familien... Ach so. Ich glaube, ich habe es jetzt verstanden. Ich soll, wenn da steht, wenn die halt so alleine stehen und nicht öffentlich, dann soll ich die kalt machen, glaube ich. Oder das Signal geben. Aber wie gebe ich das Signal? Schießen? Ja, okay, ich erschieße einfach den Hauptmann von denen. Ist immer eine gute Idee. Wenn wir in der nächsten Sackgasse sind, sind wir hier aber nicht. Limit für Entdeckungszeit, 7 Sekunden. Wie erkennt er mich denn hier, wenn ich einfach nur... Ja gut, hier ist schon eher. Aber wie soll ich mich dann verstecken? Ich weiß es nicht. Master Pitcairn zu entführen. Was? Ihr werdet sehen. Die Orange von... Nun, wenn ich das Signal gebe, lenkt ihr Braddocks Patrouille ab und lockt sie in eine Sackgasse. Okay. Aber wie gebe ich das verdammte Signal? Warnung, Sperrgebiet. Kommt und bestaunt dieses innovative Meisterwerk. Ja, mache ich sicherlich. Vielleicht. Vielleicht auf die Marlboro. Nein, die Bewohner sind... Was ist mit Len oder Ship Street? Ja, den Neuankömmlingen... Brad Dogs Patrouille verfolgen. Die werden viel eher jede Gelegenheit ergreifen, um ihre Familien zu ernähren. Ich hab gepfiffen. Hat das schon gereicht? Ich habe auf jeden Fall gepfiffen. Ich habe ein Pfeifen gehört. Der Kollege ist wieder da. Jetzt wieder nicht mehr. Jetzt Pfeife. Oh. Ja, nice. Okay, pass auf, wir versuchen das in der nächsten Folge nochmal. Tschüss!